Heilige sind für mich sind Vorbilder, sind Leitbilder. Und Heilige der Nächstenliebe sind auch diejenigen, die mir am nächsten sind. Ob das die Elisabeth von Thüringen ist, ob es die Hildegard von Bingen ist, ob es der Franz von Assisi ist. Für mich sind Helden des Alltags, sind die, die eigentlich gar nicht auffallen. Ein Mann, der seinen Job aufgibt, um seine Mutter oder seinen Vater zu pflegen, das finde ich einfach etwas ganz, ganz Großartiges. Also Herkunft ist für mich einmal meine Familie. Wo kommen meine Wurzeln her? Die sind einmal in der Familie gelegt, die sind einmal in der schulischen Erfahrung her und natürlich auch in der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Ohne die wäre ich in der Welt, in der wir heute leben, nicht so voller Hoffnung, wie ich es eigentlich bin. Engagiert euch in der Liebe für die Menschen überall auf der Welt. Die Tatsache, dass es unsere Kirche gibt und sie bewirkt in einem total korrupten Land etwas, dann ist es für mich die Glaubenserfahrung schlechthin. Und mich hat die Reise stark gemacht, weil ich weiß, wenn wir wollen, können wir etwas tun. Ich kann von mir aus voller Überzeugung eben sagen, mein Tun ist begleitet worden aus meinem Glauben heraus. Und, wer oder was ist für euch heilig?